Herzlich willkommen bei Finanztrends.info. Mein Name ist Sebastian Nelles. BioNTech könnte einer der Gewinner des Jahres 2020 sein. Das Unternehmen kooperiert mit Pfizer in der Entwicklung eines Impfstoffs und zudem von Wirkstoffen im Kampf gegen das Coronavirus. Hier kommt es nicht unbedingt darauf an, Erster gewesen zu sein. Der Markt dürfte einige Lösungen aufnehmen, weltweit. BioNTech ist als relativ junges Unternehmen an den Börsen. Daher eine hoffnungsvolle Chance. Die schnell erreichten Allzeithochs bei 92 Euro im März 2020 jedoch waren eine Übertreibung. Deutlich und vor allem nachhaltig über 100 Euro steigende Kurse erwarten Analysten, wenn sich im Laufe des Jahres die Entwicklung der Corona-Medikamente als erfolgreich erweisen kann. Bis dahin müssen Investoren mit immer neuen Schwankungen rechnen. Insofern ist die Aktie in den kommenden Monaten vor allem spekulativ interessant.